ich würde jederzeit wieder bei so einem Wettbewerb mitmachen. Das hat total viel Spaß gemacht. Das war ein super Team. Man lernt für sich unheimlich viel. Man lernt aber auch fachlich sehr viel. Und dann auch am Ende Erfolg zu haben, ist einfach ein super Gefühl. Ich bin Jonathas, ich bin der Finanzmensch in unserem Team. Ich kümmere mich um Marktanalysen, IP-Analysen und die Finanzplanung, die Liquiditätsplanung. Wo bekommen wir das Geld her? Welche Investoren sind für uns interessant? Bei den Wettbewerben geht es immer darum, dass man eine eigene Idee hat, ein Produkt oder eine Dienstleistung und darüber dann einen Businessplan schreibt. Man baut eine virtuelle Firma auf und plant die Zukunft dieser Firma. Die Wettbewerber ermöglichen mir, eine eigene Idee, die ich habe, erstmal überhaupt auszuarbeiten und dann auch ein Stück Selbstverwirklichung einfach. Das ist ein Teil von mir. Ich wachse an der Idee und die Idee wächst an mir. Und wenn man dann am Ende irgendwie da ein fertiges Produkt stehen hat, dann guckt man immer schön zurück und kann das so nachvollziehen und kann sagen, das ist meins, das bin ich auch ein Stück weit. Wir brauchen ja ständig Feedback von externen Partnern und deshalb bin ich heute extra ein bisschen früher aufgestanden, damit ich da nochmal Mails losschicken kann. Der Wettbewerb ist natürlich zusätzlich zur Schule. Das bedeutet, da muss man extra Zeit einplanen, zum Beispiel für Teammeetings. Aber das Wissen, was man in Wettbewerben anwenden muss, das hat man auch schon vorher im POVI-Unterricht vermittelt bekommen und teilweise stammen sogar die Ideen aus Unterricht. Bei solchen Wettbewerben kann man ohne Unterstützung gar nicht wirklich weit kommen. Hier im Haus erhalten wir durch unseren Coach Herrn Rau ganz viel Unterstützung, der in wöchentlichen Vorträgen uns auch das Wissen näher bringt mit Handouts und die ganzen Erfahrungen, die er schon bei den ganzen Wettbewerben gesammelt hat. Entrepreneurship Education ist ein Begriff, der ist sehr vielfältig. Im Wesentlichen sind es drei Punkte. Erstens Teamorientierung, also Schlüsselqualifikationen erwerben. Der zweite Punkt wäre Wirtschaftswissen, Fachwissen zu erwerben. Und der dritte Punkt wäre mit der Unternehmensidee entwickeln eines gesamten Unternehmenskonzepts, auch durch die Zusammenarbeit mit den Unternehmensbetreuern Einblick in die Wirtschaft bekommen. In der Praxis kann man das jetzt so machen. Wir sind eine Oberstufe mit drei Klassen, reines Oberstufengymnasium. Das heißt, wir beginnen in der 10. Klasse mit Wettbewerben wie zum Beispiel Jugend gründet oder Junior. Auf dieser Ebene lernt man viel über Selbststeuerung von Teams und sehr viel Fachwissen dazu. In der nächsten Stufe kann ich dann in der 11. Klasse andere Wettbewerbe einführen, wie zum Beispiel Deutscher Gründerpreis, ein 9-stufiger Businessplan-Wettbewerb oder Business at School, ein sehr anspruchsvoller Wettbewerb. In der 12. oder 13. Klasse kann ich dann weitere Wettbewerbe, wie zum Beispiel den der Europäischen Zentralbank, nutzen. Die meisten Schüler bereiten sich allerdings auf das Abitur vor. Als Projektbetreuer von diesen Wirtschaftswettbewerben habe ich eine ganz andere Rolle als im klassischen Unterricht. Ich betreue die Schüler als Coach. Und das ist so schön, ja? Die Schüler kommen nicht mal auf mich zu, hey Coach. Und das ist, finde ich, eine sehr schöne Rolle. Es ist etwas zwischen herunter vom Lehrer und es ist aber auch noch nicht der Freund, es ist ein Mittelbereich. Die Hauptfunktion ist Moderation des Gruppengeschehens. Ich lasse die Verantwortung fast ausschließlich auf dem Team, für die Produktidee, für die Gruppendynamik und für das Ergebnis. Und das ist, glaube ich, ein Schlüssel des Erfolgs. Verantwortung geben und Verantwortung ja auch fühlen lassen. Ich heiße Vivian. Wir treffen uns jetzt gleich, um den Businessplan nochmal zu überarbeiten und werden uns zusammensetzen und schauen, je nachdem, was schon ausgearbeitet wurde, und werden das dann zusammentragen. Jeder hat sich einen Schwerpunkt ausgesucht,
mit dem er sich beschäftigen möchte. Ich kümmere mich vor allem eher um die Kommunikation im Team. Wir haben noch einen Finanzspezialist, der Jonathas, und die Lea kümmert sich dann vor allem um die Kunden und die Kundenanalyse. Und es gibt auch Themen, die wir gemeinsam erarbeiten, wie zum Beispiel das Marketing. Teamwork ist gerade für die Wettbewerbe unglaublich wichtig, weil man jede Rolle irgendwie braucht. Und ohne Teamwork könnte man all diese verschiedenen Rollen gar nicht zusammenführen und dann zu einem guten Ergebnis kommen. Herr Rau hilft uns ganz oft bei Präsentationstechniken. Er zeigt uns nicht nur, wie man eine Präsentation an sich macht, sondern wie man die auch richtig präsentieren kann. Und sonst üben wir einfach ganz viel. Wir machen das so, dass wir entweder im Unterricht oder parallel in den freiwilligen Arbeitsgemeinschaften uns regelmäßig einmal die Woche treffen. Da geht es um Wirtschaftswissen, da werden Präsentationen gehalten vom Lehrer, von den Schülern. Und das Schöne ist, bei vielen Wettbewerben hat man externe Unternehmenscoaches. Diese Leute sind Gold wert. Also mein Name ist Friedrich von Diest, ich bin 1967 geboren. Habe während meines BWL-Studiums schon mein erstes Unternehmen gegründet. Das war im Jahr 1992 und bin seitdem als Unternehmer, als Investor und als Business Angel unterwegs. Das Treffen mit den Schülern ist recht spannend. Die Schüler kommen natürlich erstmal etwas verunsichert und neugierig hier in den Raum oder eben in den Raum, in dem wir uns treffen, zeigen ihre Geschäftsidee vor, präsentieren ihre Geschäftsidee. So, als ob sie vor einem normalen Investor einen Pitch, einen sogenannten, halten würden. Und wenn sie damit fertig sind, gebe ich den Schülern Feedback, in welchen Bereichen sie nacharbeiten müssen, wo sie sich verbessern können und wo sie meiner Meinung nach gut gearbeitet haben. Ich glaube, dass Entrepreneurship Education deswegen an die Schulen gehört, weil wenn man nicht früh genug anfängt mit so einer praktischen Übung, dann ist man, wenn man erstmal an der Uni ist oder sogar nach der Uni gründen soll, nicht erfahren genug. Man hat nicht genug ausprobiert, man weiß nicht genug darüber und man ist ängstlich. Und ich persönlich finde, Unternehmertum und etwas zu unternehmen, kann man Menschen gar nicht früh genug beibringen. Ich bin die Lea und in unserem Team bin ich so ein bisschen der kreative Kopf. Also um uns in die Themen einzuarbeiten, haben wir eine große Zahl an Hilfsmitteln zur Verfügung. Auf der einen Seite haben wir eine Schulbibliothek, wo sehr viele Bücher stehen. Dann haben wir aber auch noch einen Lehrer, der uns eben sehr viel unterstützt, der uns kleine Vorträge hält und uns da auch immer Materialien austeilt, die er so im Laufe der Jahre zusammengestellt hat. Dann gibt es viele Websites, auf denen man sich informieren kann, die auch Materialien stellen. Die Wettbewerbe selbst bieten häufig einen großen Raum an Material und viel Hilfestellung. Und dann hatten wir jetzt noch einen Unternehmenspaten, der uns auch immer wieder viel unterstützt hat. Mein Name ist Matthias Dehe. Ich bin der Vater einer Schülerin hier vom Hansenberg und habe sie während der letzten 3 Jahre hier in verschiedenen Wettbewerben begleitet. Also beispielsweise beim Gründerwettbewerb wurde ganz dezidiert nach einem Unternehmercoach gesucht. Und da ich selber eben Unternehmer bin, hat meine Tochter mich gefragt, ob ich für diese Rolle zur Verfügung stünde. Das ist so der eine Aspekt der Unterstützung gewesen. Der andere natürlich, dass meine Tochter innerhalb dieser Projektgruppen immer wieder Fragen gehabt hat, wo sie nicht wusste, wen sie fragen soll und dann eben zum Telefonhörer gegriffen hat und mich gefragt hat und ich ihr dann eben bestmöglich versucht habe, praktische Auskunft zu geben. In den Wettbewerben habe ich für mich persönlich gelernt, dass Teamwork ganz, ganz wichtig ist, dass man in einem Team Verantwortung für die anderen hat. Und dass man eben seine Aufgaben erfüllen muss und wenn man sich ja auch selbst von den anderen wünscht, dass sie zu erfüllen sind. Ich habe aber auch viel gelernt, strukturiert zu arbeiten, mich zu organisieren und Informationen zu beschaffen, zu gucken, was ist seriös, was ist nicht seriös und wie bringe ich mich am besten ein und dann auch ganz viel Durchhaltevermögen, weil es doch immer wieder Phasen gibt, wo man selbst denkt so, oh nein, jetzt ist vorbei, ja, jetzt habe ich keine Lust mehr und dann trotzdem zu sagen, nein, ich mache weiter, auch wenn es gerade aussichtslos scheint. Die Wettbewerbe gehen auf keinen Fall an einem vorbei. Man wird sehr geprägt durch die Wettbewerbe und die Wettbewerbe helfen einem auch, selbst seinen Weg zu finden. Was will ich später mal machen, was will ich studieren oder ist das überhaupt nichts für mich? Die Wettbewerbe haben mich persönlich verändert, aber bestimmt auch mein Wissen oder meine Fähigkeiten verändert. Also
zu den Fähigkeiten, ich glaube, dass gerade sowas wie Zeitmanagement ein ganz wichtiger Punkt war. Gerade dadurch, dass ich auch immer versucht habe, das Team zu koordinieren und da die Kommunikation irgendwie zu fördern, war das etwas, was ich wirklich daraus mitgenommen habe. Für mich persönlich, dass ich gemerkt habe, welche Dinge mir vielleicht Spaß machen und welche auch nicht. Und klar, das Selbstbewusstsein, das auch gerade durch die Präsentation gewachsen ist. Der schönste Moment für einen Lehrer ist, wenn ein Schüler auf einen zukommt und sagt, Hello Coach, das war klasse gestern. Das hat mir richtig gut gefallen. Und das zweite sehr positive, an was ich mich erinnere, ist ein ehemaliger Schüler dieser Schule, Gary Spanz, herzliche Grüße. Er hat gesagt, Jugend gründet, das hat mein Leben verändert. Das fand ich überwältigend.